Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Island Riptide. Und wir machen jetzt weiter mit der Mission Pfadfinder. Geh nach Halai. Okay, das machen wir jetzt auch. Und hier ist sogar ein Auto. Das können wir auch gleich benutzen. Oh, da kommt wieder ein Infizierter. Wo kommt der denn jetzt eigentlich her? Oh, schön den Schädel eingeschlagen. Glaube ich, oder? Ja. Okay, jetzt können wir aber weiterfahren. Ah, das ist ein Selbstmörder. Oh, wir sind falsch, oder? Oder wir steigen mal aus. Ja, das ist wieder ein Selbstmörder. Kommt man hier eigentlich auch nach Halai? Ah, okay, man kommt hier auch hin. Ja, wir ignorieren den einfach und gehen hier weiter. Ich finde auch den Stock jetzt mit dem Stacheldraht richtig gut. Ja, das ist wieder so eine fette Wasserleiche. Oh nein. Oh nein, ich hänge hier fest. Keine Ausdauer mehr. Immer schön in den Rücken schlagen. Okay, der ist tot. Alter, wir haben einfach zu wenig Ausdauer. Der ist tot. Und der ist auch tot. Ja, wir sind auch schon da. Kapitel 3, verdrehter Verstand. He's a missionary named Marcus Vila. He's not local, but he knows the island like the back of his hand. Anyway, when he ran out of food, he went to fetch some from a store not far from him. That whole area was overrun early on, though. So like I said, he could be dead. Rettung des heiligen Mannes, hilft dem Missionar. Okay, machen wir auch. Okay. Gibt es hier aber vielleicht irgendwo noch Nebenmissionen oder so? Ja, dort drin. Aber da können wir jetzt noch nicht rein. Aber sonst glaube ich nicht. Ja, okay, da machen wir gleich mal die Hauptstory. Also mit der Story-Mission machen wir gleich mal weiter. Und tot. Aber wir sind doch gleich da.
Ah, hier ist doch was. Ein Energy Drink und ein Snack. Der eine ist schon mal tot. Und die ist auch tot. Wasserleichenfleisch. Okay, der wird nicht mehr aufstehen. Ah, der lebt noch. Fleisch, ein bisschen Geld und Klebeband. Große Batterie. Dann reparieren wir mal unseren Stock. $29. Schmerztabletten und $99. Was hat er eigentlich für so, was hat er eigentlich für Waffen? Ausschaltender Stock, brutaler Schnitter, Metallkanabo. Ja, aber ich habe auch zu wenig Geld. Okay, gehen wir weiter zur Mission. Ah, den töten wir doch schnell. So, hier müssen wir, glaube ich, rein. Wir machen hier mal wieder zu. Ein mittleres Medikit. Ein Nagelhammer. Ein bisschen Geld. Nochmal Geld. Ah, hier ist noch ein PC mit einer großen Batterie. Ich glaube aber, das war's, oder? Und ich höre da schon Infizierte. Ah, hier ist noch eine Kiste mit einem Baseballschläger. Ja, meine Waffen sind aber besser. Töte alle Monster. Oh nein. Oh scheiße, nein, oh mein Gott. Ich hol mal den Bronzeschlag in raus. Oh mein Gott. Okay, wir sind tot. Okay, nochmal. Oh nein, nein. So, das waren bis jetzt mal alle. Ist hier irgendwas? Noch ein PC? Ah, hier kann man noch rein. Ein paar Früchte. Einbrecherstufe 2 benötigt. Ah, wir können ein Upgrade verteilen. Fähigkeit zum Öffnen von Schlösser. Okay, das nehmen wir mal. Stufe 3. Ich schätze mal, auch in den Kisten sind dann bessere Waffen. So, das ist noch eine Werkbank, aber die brauchen wir jetzt nicht. Wir könnten eigentlich mal die Raserei verwenden. Was ist hier nochmal? Hinfälliges Eigenbauhackmesser. So, und jetzt gehen wir runter. Boah, wie geil. Wir haben fast alle getötet. Warte, ich muss die noch looten. Was ist hier?
Ein gefährlicher Nagelhammer. Nee, meine Waffen sind aber auch besser. Aber ich habe doch eigentlich den freien Slot. Na egal. Did the goat send you? He's accosted it. I knew they would deliver me. My disciples do not share my faith. Which is why they are now carrying. I tried to warn them, but would they listen? No, they would not. I assume you're this Marcus bloke I was sent to find. Ah, see, Marcus Villa is my name. And to whom do I owe my eternal gratitude? I'm Captain John Morgan. I was told you know the way to Henderson. Henderson? Yes, yes, of course I know the way. You just went and fought those things? What if they beat you? Weren't you afraid? Nope, I'm immune to the virus that caused all of this. Remarkable. Truly remarkable. Are you the only one who is immune? There are four more like me. We set up a base of operations in Paradise. Paradise? Yes. I know what that is. You are truly a blessing from the goats. Amazing. I'm afraid I need to ask you for one more favor, however. Just one more. My flock will survive this, for they are blessed people. Man can do nothing to us. Now then, there is a place where we keep our provisions, but it is overrun with the infected. Bring them to me, and I will tell you how to get to Henderson. Wo die Toten leben, bringe Markus die Werkzeuge. Und als Belohnung bekommen wir eine Schaufel. Okay, geh jetzt zur Todeszone. Gibt's hier noch was? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann machen wir das gleich mal. So, hier geht's wieder nach draußen. Ja, da sind ja noch drei. So, das waren alle. Ah, da fressen auch noch welche. Die töten wir auch noch schnell. Na, ja, wieder keine Ausdauer mehr. Wieder ein Level Up. Ist es besser? 247 Schaden macht es. Na, ist eigentlich besser, aber ich weiß nicht. Ich mag den Stock eigentlich. Na, ich behalte den Stock einfach. Oh nein. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ja, da sind auch schon wieder welche. Ja, da drin sind zwei Nebenquests. Ah, jetzt können wir auch hier rein. Sehr gut. Strafende Clown. Ja, jetzt sind aber schlechter. Aber wir tauschen sie mal. Ja, noch ein paar Koffer.
Allgemeine Bauteile. Ah, geil. Eine Machete. 299 Schaden macht die. Ja, die könnten wir uns eigentlich holen. Vielleicht können wir eigentlich was verkaufen. Ach stimmt, wir haben ja auch schlechte Waffen. Den verkaufen wir mal. Das Brecheisen können wir auch verkaufen. Das Stockmesser auch. Den Hammer, ja auch. Der hinfällige Stock auch. So, das hinfällige Messer. Eigentlich auch. Das Nagelbrett auch. Das Küchenmesser auch. Ja, jetzt können wir jetzt auch die Machete holen. Sehr gut. Hä, warum kann ich die nicht hier hingeben? Achso, ich kann die nicht mal ausrüsten. Benötigt Stufe 25. Aber wir sind Stufe 23. Na, okay. Without your help, I won't be able to find them. Please, it's not safe here. My name's Maggie. And my group left a while ago. They went to find a place that was safer than this shack. They were headed to Henderson. Once they found a new place, they were supposed to send someone back for me, but I haven't heard anything from them. Hopefully nothing bad has happened to them, but I'm so worried. Can you please look for them? Ja, wir machen es mal. Sure thing. Also wir können eigentlich mal alle Nebenmissionen annehmen. Perhaps you can start there. That price is more than fair. Suchen nach dem Baumhauslager. So, die nehmen wir auch noch an. My back is killing me. Bring me painkillers, please. I'll pay you. Okay, machen wir auch. Alright. Oh, good. I am in a lot of pain. Wir haben doch schon welche gefunden, oder? Whatever you find. Okay. Braucht jetzt noch mehr oder nicht? Okay, ich glaube, wir brauchen noch mehr. Hier sind auch noch ein paar Sachen. Wir können schon wieder ein Upgrade verteilen. Chance auf kritische Treffer plus 2%. Aber ich würde sagen, ja, nehmen wir mal das hier. Okay, beim Rennen müssen wir R drücken. Eine Batterie. Hey, wie kommt man da nach hinten? Ah, von hier. Hey, die Kiste ist in der Wand drin. Na, ein Eigenbaumesser. Das brauchen wir eigentlich nicht. Please go look for my friends. Noch mehr Koffer. Noch eine Kiste. Noch ein Messingschlagring. Warte, hier kann man ja auch hoch. Ah, und hier ist auch eine Universalaxt. Geil. Ein mittleres Medikit. Warte mal. Hier ist sie. Benötigt Stufe 35. Oh man. Die können wir jetzt noch nicht verwenden. Wir sind ja auch erst Level 23.
Warte mal, welche Stufe sind wir jetzt? Ah, immer noch 23. Ich will aber schnell Stufe 25 werden. Damit wir die Machete verwenden können. Und tot. Der lebt auch noch, oder? Ja. Warte mal. Quests. Fortlaufende Ereignisse. So, Nebenquest, sicherer Ort. Das machen wir mal. Okay, wir müssen dort nach oben. Wir sind hier. Aber ja, wir machen es mal. An Selbstmörder. Und schnell weg. Oh nee. Scheiße, wieder drei Infizierte. Deshalb mag ich den Weg auch nicht. Weil hier immer Infizierte rauskommen. Oh, es sind ja noch Geier auch. Noch einer. Ein Magnet. Komm, bleib liegen. Oh, noch mehr. Alter, man hat nie seine Ruhe. Komm, steh auch bitte. Danke. Ah, da kann man doch rein, oder? Dead Zone. Ja, da sind schon wieder welche. Der Angriff ist richtig geil. Und tot ist er. Ah, hier ist ein Boot. Ah, wir sind noch gleich da. Oh nein, nicht die schon wieder. So, wir sind da. Oh Mann. Schnell hoch. Okay Leute, ich würde es aber auch erstmal sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.